Es herrscht Bilderbuchwetter an diesem Junitag in einem bisher doch eher regenreichen Sommer. Nicht nur die Münchnerinnen und Münchner treibt es nach draußen. Gäste aus allen Winkeln der Erde tummeln sich im Herzen der Landeshauptstadt auf dem Marienplatz. Ein Straßenkünstler buhlt um die Aufmerksamkeit von Passanten. Andere wiederum bemühen sich um das perfekte Selfie. Und manche lassen im Treiben der Großstadt einfach nur die Seele baumeln. Es ist aber auch ein Tag der Information. In den Räumen des alten Rathauses bietet die Infobörse für Familien mit Handicap die Möglichkeit zur Orientierung bei einer schier unübersichtlichen Fülle an Angeboten rund um das Thema Behinderung. Die Infobörse ist eine Veranstaltung für Familien aus München und München und Umgebung und für Fachleute, für die Familien, um sich zu informieren, welche Angebote, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für die Familie in unterschiedlichen Lebenssituationen zum Thema Freizeit, zum Thema familienunterstützende Dienste. Und es dient auch dazu, dass die Fachleute sich kennenlernen. Es geht auch um das Thema Information immer wieder. Woher weiß ich überhaupt, was es gibt? Wen finde ich, wer mir Auskunft geben kann? Und dazu sollte diese Informationsmesse ein Beitrag sein, damit die Familien es leichter haben, sich zurechtzufinden. Wie finde ich die richtige Therapie und Förderung? Eine passende Kinderbetreuungsform, eine geeignete Schule, finanzielle und rechtliche Unterstützung. Fragen über Fragen, die an den über 70 Messeständen kompetent erörtert werden können. München ist eine Stadt, die sehr großen Wert auf Integration und vor allem Inklusion legt. Und ist es wichtig, dass Menschen aller Altersgruppen, wenn sie ein Handicap haben, dass sie hier in München auch entsprechende Unterstützungsangebote erfahren. Mobilität und Barrieren ist immer wieder ein heißes Eisen bei der Planung und Gestaltung im Städtebau. Da ich selber schwer behindert bin und im Rollstuhl sitze und durch Zufall erfahren habe, dass es heute ist, tut es mich natürlich auch interessieren, was die anderen Organisationen heute hier machen. Man könnte es gerne wiederholen, wenn es geht, alle Jahre einmal. Weil es wird für die behinderten Menschen eh zu wenig getan. Siehe mal die Münchner Verkehrsdienste als Beispiel. Wir als behinderte Mitbürger kommen ja kaum in die U-Bahn rein, solange wir nicht hier Einstiegshilfen haben. Also da muss noch einiges geschehen in München. Meine offene Meinung. Auch die Bereiche Freizeit und Sport sind nicht zu kurz gekommen. Diese junge Dame versucht sich gerade an einer rotierenden Kletterscheibe. Wir sind von Bayerns besten Gipfelstürmern. Das ist ein inklusives Kletterprojekt von der EG Klettern München und Südbayern. Und wir klettern mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Behinderung, mit an lebensverkürzenden Erkrankungen erkrankt, aus sozial schwierigem Hintergrund oder mit jungen Geflüchteten. Es ist die zweite Infobörse für Familien mit Handicap, welche die Fachstelle Familie des Stadtjugendamts München veranstaltet. Die Angebote finden regen Anklang. Ich bin auf der Suche nach Themen für Kinderfreizeiten, für Kinder mit Rollstuhl. Da bin ich auch schon fündig geworden, was für uns jetzt so im Alltag wichtig wäre, dass endlich mal München barrierefrei wird, dass wir auch mal in jedes Café und in jedes Geschäft reinkommen und nicht draußen bleiben müssen. Es gibt aber auch positive Beispiele. So 2 Jahren, da konnte man halt nicht über die Bahngleise mit dem E-Rolli. Und das gibt's jetzt. Und jetzt kann ich auch alleine zum Einkaufen fahren. Und das konnte ich vorher nicht. Auch das steht auf dem Programm. München und seine Geschichte. Eine Stadtführung in einfacher Sprache führt uns hinauf auf den Hügel zum Alten Peter, den angeblichen sagenumwobenen Gründungsort Münchens. Hier direkt um uns herum verlief die Stadtmauer. Eine Mauer, die man gezogen hat, um die kleine Stadt zu sichern. Um die Menschen, die dort wohnen, vor Feinden zu schützen, die von der Ferne angeritten kommen. Hier oben in dem Kirchturm wohnte früher der Turmwächter. Er musste nachts Wache halten und mit einer Glocke Alarm schlagen, wenn er Unwetter gesehen hat, wenn er Feinde gesehen hat oder wenn er gesehen hat, dass Feuer ausgebrochen ist. Die Breze kennen wir alle.
sieht so aus. Das ist eine Breze umgekehrt. Normal dreht man sie andersrum. Wenn man sie aber auf den Kopf stellt, wie hier, sieht sie sehr aus wie ein Mönch, der betet. Mönche haben die Breze erfunden, sagt man. Haben eine lange Teigrolle genommen und die haben sie eben so geschlagen wie die Breze hier, so dass sie die Form der betenden Hände hat. So hat man früher gebetet. Wenn wir heute in die Kirche gehen, wissen Sie, wie wir heute beten? So, genau, oder mit gefalteten Händen. Da dachten sie, der Herrscher, der sowas genehmigen muss, hat bestimmt nichts dagegen. Wenn das so ein frommes Gebäck ist, das zu dem Glauben passt. Naja, so ganz geklärt ist das mit der Erfindung der Breze zwar nicht. Es ist aber eine durchaus anschauliche Geschichte aus dem reichen Fundus der Altmünchner Stadtsagen. Zurück ins alte Rathaus. Zum Besten gegeben wird ein inklusiver Kindertanz. Eine Kindertanzschule. Meine Schule gibt es jetzt 22 Jahre lang. In allen meinen Kursen hüpfen Kinder mit rum, die Einschränkungen haben, Behinderungen und werden ganz genauso behandelt wie alle anderen Kinder. Die gehen genauso auf die Bühne, die haben die gleichen Kostüme an, die haben die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Sein wirklich so schlimm? Ist es ein Problem? Nein, es ist eigentlich kein Problem. Weil alles, das Interesse, was sie haben, ist gemeinsam zu tanzen. Dass dieses Jahr noch etwas mehr los ist als vor 2 Jahren. Es hat sich rumgesprochen. Wir haben über 70 Organisationen hier, die ihr Angebot präsentieren. Wir freuen uns sehr, dass München auf dem Weg zu einer inklusiven Stadtgesellschaft ist. Und das Angebot ist auch bereichert worden um ganz normale Angebote, die allen Familien dienen. Also zum Beispiel Bibliothek oder Musik oder also nichts ganz Besonderes, sondern eben etwas, was alle Familien toll finden, was allen Familien dient, und wir wünschen uns für die Zukunft, dass es eine Familienmesse einfach gibt, wo wir gar keine Unterschiede machen müssen, sondern jeder etwas findet, was für ihn passt.